Ich möchte euch heute mal etwas erzählen über die Sortenvielfalt bei den Strauchmargeriten. Viele von euch kennen sicher die klassische weiße Strauchmargerite, die man ab Mitte April im Handel sieht, manchmal schon bei Lebensmittelmärkten kurz nach Ostern oder zu Ostern, bis hin in den Gartencentern, bis in den Mai hinein. Und dort gibt es regelrechte weiße Blütenmeere zu kaufen für den eigenen Garten. Aber bei den Strauchmargeriten, dieser einjährigen Margerite, gibt es nicht nur diese einfach blühenden weißen, sondern es gibt auch Sorten mit gefüllten Blüten, dann eben zum Beispiel auch in Weiß, aber auch in Rosa oder in anderen Farben. Es gibt aber auch eben komplett andere Farben. Eben angefangen von zarten Rosatönen bis über kräftige Rosatöne bis hin zu diesen Rottönen, die hier im Gewächshaus ein bisschen heller ausfallen, als wenn man damit im Garten arbeitet und die in den Garten gepflanzt hat. Dort sind sie dann nämlich richtig schön intensiv leuchtend rot. Das sind neue Züchtungen, die in den letzten 8 bis 10 Jahren entstanden sind und die natürlich viele Liebhaber gefunden haben, weil man da schöne Farbkombinationen mitsetzen kann. Es gibt dann auch gelbblühende Strauchmargeriten. Einmal mit solchen besonderen Blüten, die so halb gefüllt sind. Wir nennen das so ein bisschen anemonenblütig. Hier in so einem zarten Cremegelb. Es gibt auch die einfach blühenden, wie wir die bei den Weißen gerade gesehen haben, und welche mit so richtig großen Blüten. Das ist was für große Töpfe, für kräftige Pflanzen, die nachher richtig Platz haben im Garten oder vor der Haustür und dort schön imposant aussehen. Diese ganze Margeritenvielfalt bietet dann eben viele, viele Möglichkeiten, um seinen Garten bunt zu gestalten und richtig schönes Blütenmeer zu bekommen.